Servus, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Bayern sind ab heute, dem 15. Juli, im Trainingslager am Tegernsee. Da fahren wir uns heute hin, schauen uns das Ganze an. Es wird auch ein öffentliches Training geben um 18 Uhr. Like doch gerne jetzt schon mal das Video, es hilft mir enorm weiter. Es dauert nicht lange, lasst mir ein Abo da und dann würde ich sagen, let's go! Leute, wir sind da, wir sind angekommen am Tegernsee, wie ihr bei der Fahrt schon gesehen habt. Es sieht wunderschön aus. Wir sind hier ein bisschen höher, also nicht auf Seehöhe, wir laufen da gleich runter und schauen uns einfach die Gegend an, wo Stars wie Manuel Neuer, Ex-Spieler Philipp Lahm, Uli Hoeneß und auch Nagelsmann vermutlich in der Zukunft wohnen. Schauen uns die Gegend an, haben einen wunderschönen Tag, kurz vor 11 morgens. Ich freue mich. Und natürlich schauen wir uns auch an, wo die Bayern während des Trainingslagers hier wohnen, trainieren. Let's go. Hier haben wir so eine kleine Übersicht. Hier sind wir angekommen. Der See ist hier unten. Also es geht wahrscheinlich hier dann den Hang runter. Und wir müssen später nach Rottach-Egern. Hier ist der Sportplatz, wo die Bayern später trainieren. Hier irgendwo ist das Hotel. Schauen wir uns gleich alles an. Und man sieht auch, es ist ein sehr, sehr beliebtes Reiseziel, gerade am Wochenende zum Wandern, zum Fahrradfahren. Wahrscheinlich aber auch zum einfach am See chillen und baden. Seht ihr das da hinten durch das Loch durch? Da ist einfach schon der See. Ich will auch gar nicht übertreiben, aber auf mich wirkt dieser Ort wunderschön. Wirklich. So, Freunde, hier geht's jetzt noch rum und dann sind wir direkt beim See. Schaut euch das an. Ist das nicht wunderschön? So stelle ich mir typisch Bayern vor. Ganz ehrlich, auch mit diesen Häusern im Hintergrund, da hinten die Berge, der See. Ich hoffe, das kommt ansatzweise so rüber. Aber ich bin todesgeflasht. Ich finde es wunderschön. 10 von 10. Wirklich 10 von 10. Da vorne kann man richtig cool direkt am See auch frühstücken, sich die Boote leihen. Schaut euch diese Kulisse, ich komme nicht drauf klar. Schaut euch das an. Es ist atemberaubend. Wenn du hier wohnst, hast du vielleicht selbst ein Bötchen, kannst samstags immer rausfahren. Und da drüben ist Bad Wiessee und wenn mich nicht alles täuscht, müsste dort oben Uli Hoeneß wohnen. Ich habe jetzt auch nichts geleakt oder so, sondern scheinbar soll da im Winter immer die höchste beleuchtete Tanne sein. Deswegen weiß man hier, wo er wohnt. Das kleine Problem, was ich habe, ist, dass ich nicht weiß, wann die Spieler ankommen. Ich würde gerne die Ankunft am Hotel auch filmen. Also schaut euch das an. Ich fühle mich so, als wäre ich hier das Paradies. Wunderschön. Ich höre jetzt auf, aber es ist einfach wunderschön. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Das hier ist der Panorama. Wanderweg, der führt hier, sieht man da, einfach am See, direkt am See entlang. Ich muss einfach nochmal schwärmen. Schaut euch das an, wie klar dieser See aussieht. Manuel Neuer wohnt, wie gesagt, auch hier in der Gegend, eher auf der Seite. Und an einem dieser Berge dort hinten ist sein Skiunfall passiert. Es war einfach an einem kleinen Hang, um den Kopf frei zu bekommen. Und da ist er so gestürzt, dass er sich leider verletzt hat und die Rückrunde ausgefallen ist. Und als hätte ich nicht schon genug geschwärmt, laufe ich hier einfach so random lang. Schaut euch mal das Gebäude an. Das ist ein Brauhaus. Mit Biergarten auch da hinten, überall zum Chillen. Geisteskranke Gegend, auf jeden Fall. Die Gegend profitiert natürlich auch von ihrer Natur, deswegen wohnen hier so viele reiche Menschen. Ich verstehe es hundertprozentig. Ich würde hier auch wohnen, wenn ich es mir leisten könnte. Top 2 Gegenden Deutschlands, Top 3, Top 2, vielleicht auch Top 1. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr einen Ort in Deutschland kennt, der schöner ist als das hier. Ich weiß, ohne Kamera kommt es immer noch mal ein bisschen krasser rüber. Ich hoffe einfach, ich hab's drauf. Da hinten ist endlich unser Ziel. Jetzt habe ich das da oben entdeckt. Soll ich da kurz hoch? Ich denke ja. Hier ist also Rottach-Egern am Tegernsee. Auch der Verein, gegen den die Bayern am Dienstag um 18.30 Uhr, glaube ich, 18, 18.30 spielen. Checkt's ab, kommt her, Tickets gibt's hier nur an der Abendkasse. Und ich glaube, oder ich dachte im Internet gesehen zu haben,
dass man von hier ein Boot da rüber nehmen kann, weil das Hotel der Bayern liegt auf jeden Fall auf der anderen Seite. Es geht tatsächlich, er kommt her. Ich habe aber keine Münzen dabei. 3,10 Euro kostet das. Sehr, sehr cool. Ich habe leider keine Münzen, also muss ich doch einmal außen rumlaufen. Boah, und stellt euch vor, da hinten ist euer Haus. Ich will jetzt nicht hinfilmen. Aber das hier ist einfach euer Garten am See. Crazy. Die Gegend hier am See ist so schön und jetzt sehe ich sowas. Ich habe leider nicht so viele Sticker dabei, um alle zu überkleben. Aber das sollte erstmal reichen. Falls ihr herkommt, klebt ihr auch einen dran, bis wir das Ding voll haben. Ich bin gerade da vorbeigelaufen, wo es zum Neujahrshaus geht. Aber ganz zufällig da rausgekommen. Ich bin jetzt nicht hochgelaufen. Es geht ja ziemlich weit den Berg hoch. Ich blende euch hier mal ein Bild ein von irgendeiner Zeitschrift, für die es interessiert. Aber er ist irgendwo da oben und hat weiter oben diesen Blick auf den Tegernsee. Bayern-Spieler müsste man sein. Nee, ansonsten, ich bin ein bisschen unter Zeitdruck, glaube ich. Ich kann es schwer einschätzen, wir haben jetzt 12 Uhr. Ich hoffe, sie sind noch nicht angekommen. Ich glaube auch noch nicht, dass sie angekommen sind. Und um 18 Uhr ist hier die Trainingseinheit. Da bin ich auch am Start und 2,5 Stunden vorher ist Einlass. Es ist begrenzt nur möglich. Deswegen denke ich, ab 15 Uhr geht es dann Richtung Trainingsplatz. Ja, da oben sind noch ein paar Hänge frei für mein Haus dann in 10 Jahren. So Leute, die Sonne knallt ganz schön hier nochmal, damit ihr seht, wir sind hier angekommen. Dann sind wir hier alles langgelaufen. Ich befinde mich jetzt irgendwo hier. Da drüben ist Bad Wiessee, wo Uli Hoeneß irgendwo sein Haus hat. Ich hole mir jetzt was zu trinken im Supermarkt, dann geht's was essen und ich zeige euch einfach ein bisschen die Stadt Rothach-Egern. Oh, schaut mal, ich habe sowas noch nie in echt gesehen. Oh, schade. Mittlerweile habe ich auch schon die ersten Bayern-Fans gesehen. Ich glaube, das Hotel habe ich auch gefunden, wo die Spieler ankommen. Ich habe das Hotel gefunden. Hier sind überall Absperrungen. In dem Hotel hinter mir werden die Spieler später ankommen. Jetzt seht ihr es von der anderen Seite. Von dort hätte ich eigentlich das Boot nehmen können. Naja. Let's go ins Wasser. Ich muss hier einfach ins Wasser gehen. So schön wie es ist. Ich weiß gar nicht, ob es kalt ist. Ich denke ja. Aber irgendwie auch nicht. Oh, es ist wunderschön. So Leute, und was Transfers angeht, Kane und Walker sind, würde ich sagen, die heißesten Kandidaten aktuell. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen voneinander ab. Walker wird kommen, wenn Kane kommt. Kane, würde ich sagen, zu 70% ist das Ding fix. Es geht nur noch um die Ablöse. Meine Prognose, jetzt hier für den Tegernsee heute, wird es nicht mehr reichen. Aber meine Prognose ist, dass das in 10 Tagen spätestens durch ist. Kane zu uns ist, Kane auch schon mit nach Tokio fliegt, glaube ich auf jeden Fall. Walker eventuell auch. Ich denke, wenn Kane kommt, würde das auch bei Walker ganz schnell gehen. Ich persönlich fände Frimpong irgendwie cooler. Er ist jünger, er hat mega Potenzial, er ist flink, er ist schnell als Walker. Würde ein bisschen mehr kosten, aber das Geld in Walker zu investieren, weiß ich nicht. Mané zu Al-Nassr eventuell, Sabitzer soll gehen. Ja, ansonsten, Gnabry darf, glaube ich, gehen, Sané darf gehen, bisher ist noch niemand gegangen, Pavard darf gehen, wird ja mit City in Verbindung gebracht. Schreibt mal gerne in die Kommentare, dass, falls wir Sané oder Gnabry verkaufen, wen wir da als Flügelersatz holen könnten. Da sieht man auch die nächsten Bayern-Fans auf dem Fahrrad. Und bevor es gleich zum Hotel geht, fehlt noch eine Sache. Let's go! Die Leute von Sky sind jetzt auch da. Vielleicht bin ich auf Sky zu sehen. Sie kommen auf eine geile Saison, Jungs. Thomas! Ryan. Hallo. Die macht nur noch mal. Benji. Let's go. Alfonso.
Wir haben kurz vor drei, die Spieler sind am Hotel angekommen. Ich glaube, um 16 Uhr ist noch eine Pressekonferenz. Ich laufe jetzt schon zum Stadion, weil ab 15.30 Uhr darf man dort rein fürs öffentliche Training, später um 18 Uhr. Und der Sportplatz hier in Rottach-Egern ist auch komplett auf der anderen Seite von der Stadt. Also muss man hier bei 30 Grad einmal durch den ganzen Ort laufen. Und auch der Weg hier geht wunderschön an so einem kleinen Bach vorbei. Hinten die Berge. Da hinten muss irgendwo der Golfplatz sein und Philipp Lahm wohnt irgendwo in der Nähe. Auf der Seite ist scheinbar das Stadion, da sieht man auch die Flutlichter. Ich bin da, das hier ist der Sportplatz in Rottach-Egern. Hier findet das Training statt. Auf der Seite kann man sich auch was zu trinken holen. Sie werden wahrscheinlich auf der Seite trainieren, weil man hier überall sich hinstellen kann. Hinten ist noch eine Tribüne. Und die werden hier mit dem Bus ankommen, bis nach da hinten fahren und dort dann reingehen. Das Training ist aber erst in 2 Stunden. Es ist brutal heiß. Mal schauen. Ich schaue gerade, wo ich mich am besten hinstellen kann. Nein, kurz war eine Wolke da, jetzt ist sie wieder weg. Einige haben sogar ihre Fanclub-Banner dabei. Tuchel ist schon da, ist mit dem Fahrrad gekommen und die anderen müssten so in 15, 20 Minuten auch da sein. Gerade gesagt und genau jetzt kommt der Bus an. Die Hütchen werden schon aufgebaut. Ich denke, bald müsste es losgehen. Tuchel! Tuchel! Jawohl! Jawohl! Thomas, bist der Beste! Bernie bei 30 Grad im Bärenkostüm. Endlich Schatten. Es geht endlich los, die Spieler kommen. Bernie! Neue Bundesliga-Ball. Ich liebe Müller. Er ist viel lustig. Wo geht's? Wie viel? 23. Gnabry auch stabile Frisur. Oh, aber der ging daneben. Der landet gleich hier auf dem Spielfeld. Er dreht ab. Wie laut die da hinten sind. Jeding ist rum. Boah, war geil. War auf jeden Fall sehr cool. Das war's vom Training. Sehr, sehr cool. Ich habe ein Bild mit Fonzi gemacht, mit Benji, mit Upamecano. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt gehe ich nochmal zum Hotel, weil die wahrscheinlich in einer Viertelstunde da ankommen. Vielleicht gibt's noch ein Bild. Ich wollte ja eins mit Gnabry noch und mit Musiala, weil ich sein Trikot anhab, mit dem er uns zur Meisterschaft geschossen hat. Ich probier's. Let's go zum Hotel. Ich bin schweißgebadet. Ich hab's versucht, nochmal zum Hotel zu rennen. Die Spieler sind scheinbar mit dem Fahrrad gefahren, dann in die Tiefgarage rein. Hier ist noch der Bus. Da fährt auch der zweite Bus weg. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne nochmal ein Like da. Das hilft mir sehr, sehr weiter. Abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns nächste Woche mit einem coolen Video zur Geschichte unseres Vereins. Samstag 10 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Bis dann. Ciao.